In der Rubrik Unsere Jugend war OM-Sport am Samstag zu Gast in Eute. Zum Spiel in der Bezirksliga C-Junioren VfL Eute gegen Spielgemeinschaft Hollenstede-Fürstenau-Schwagstorf. Wir werden diese Spielgemeinschaft in diesem Bericht Fürstenau nennen. Und der Spitzenreiter VfL Eute ging los als der Feuerwehr. Dieser Chance wird noch verpasst. Fürstenau, das in unteren Mittelfeld der Tabellen steht, wurde selten gefährlich. Und dann sind wir in der siebten Minute, der Anfang von einem Dreierpack. Der Ball kommt zu Henning Behrendes und es steht 1:0 vor der Leute. Dann der nächste Angriff in der neunten Minute. Werner Daniel, 2:0. Und nur eine Minute später. Finn Kenkel. Henning Behrendes. Oliver Fliert. Der sieht Jakob Büssing freistehen. Und es steht nach 10 Minuten 3:0. Gut kombiniert. Es war, ob es ein Trainingsspiel war. So leicht ging es. Der Unterschied zwischen beiden Mannschaften war groß. Der Ball soll hinter der Linie gewesen sein, also kein Tor. Jakob Büssing. Schuss, Torhüter Janis Meyer rettet. Dann endlich mal Gefahr fürs Eutertor, Max Bülke. Schuss, doch Phil de Jong, Wilhelm hat den Ball. Daniel Treller. Und wiederum Janis Meyer und Nachschuss geht über das Tor. Erneut Daniel Treller. Der Standschuss Janis Meyer mit Mühe. Angriff nach Angriff folgte auf das Tor der Spielgemeinschaft. Tor gestanden immer 3:0. Dank an Janis Meyer. In der letzten Minute der ersten Halbzeit. Ecke vor wohl heute. Der Ball kommt zu Jakob Büssing. Und endlich mal wieder ein Tor für vor wohl heute. 4:0. Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts. Es war nur VfL Eute, das spielte. Und da gleich die erste Chance. Und gleich danach die zweite. Daniel Triller wartet zu lange und vorbei ist die Chance. Freistoß Marcel Schillmüller. Der Schuss wurde noch abgefälscht, aber im Tor stand ein guter Torhüter Janis Meyer. Dann die nächste Chance. Jakob Büssing. Und knapp am Tor vorbei. Es regnete Chance. In diesem Moment hatte schon mehr als ein halb Dutzend Tore fallen können. Auch dieser wird wieder vergeben. Fürstenau hatte keine Luft zum Atem holen. Da kommt wieder der nächste Angriff. Und Janis Meyer. Mattes Stabling. Jakob Büssing. Gut gespielt, aber wieder diese Chance vergeben. Langer Ball auf Jakob Büssing. Vorlage, gut geklärt. Semet Ak. Gut gespielt auf Jakob Büssing. Und endlich das überfällige 5:0. Guter Balleroberung Finn Kenkel.
Und sehr gut gespielt auf Erik Debler. Der steht ganz frei und verpasst das Tor. So wird die Chance, der vergeben wurde. Der Ball kommt zu Kevin Benecke und gut gemacht. 6:0. Neuer Angriff und das war meistens auch eine neue Chance. Gut gespielt, aber am Tor vorbei. Wir sind jetzt kurz vor Schluss. Marcel Schellmüller, er fasst sich ein Herz und schön gemacht, das 7:0. Ein klarer Sieg der Tabelle der die Tabelleführung ausbaute, um der Foxtrot von Rot-Weiß Damen verlor. Guter Sieg, doch der Sieg hätte zweistellig sein können, sein müssen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.